beim letzten Mal. Ehemals standen die Reiche von Clay Court im Süden und Barmecia im Norden gemeinsam unter der Schirmherrschaft zweier Brüder, die sie zusammen regierten. Aber der erbitterte Kampf um Rohstoffe und Land entzweite sie. So entstanden zwei voneinander streng geschiedene, eigenständige Städte. Es galt, beide Städte als Verbündete für die Wiedererrichtung des alten Reiches zu gewinnen. Clay Court hatte große Sorgen mit seinen Ländereien. Jahrelang waren sie rücksichtslos ausgebeutet worden und lagen nunmehr brach, wie ausgebrannt. Aus diesem Grund lag wohl auch diese kleine Burg, fernab von Clay Court, ungenutzt in der Einöde. Hallo Herr, wir hatten letzte Nacht einen Vorfall mit einer Diebesbande. Was wollt ihr? Gewiss nehmen wir uns aus den Städten, was uns zusteht. Wir sind Ausgestoßene und haben kein Recht, in der Stadt zu bleiben. Lasst mich! Ich will nicht mit euch kämpfen. Die junge Raubritterin war schneller verschwunden, als man sie entdecken konnte. Sie verstand es, sich gut zu tarnen. Hallo, Freund. Schaut, was ich entdeckt habe. Leider scheint die Maschine nicht richtig zu funktionieren. Es sieht so aus, als ob etwas noch fehlt. Da war er endlich, der Schlüssel zu der verlassenen Basis. Das Tor sollte hiermit kein Problem mehr sein. Irgendwas hat da noch überlebt. Nee, jetzt nicht mehr. Boah, die Armee war viel zu groß. Ich stelle die jetzt hier nochmal hinten alle hin, rekrutiere nach und renne ich gleich in die Basis rein. Junge. Und weißt du was, ich speichere einfach mal. Jupp, okay. Einfach nur mal so. So. Nur ein einzelner Leibeigener macht hier auch irgendwas. Das ist der hier, ne? Ja. Toll. So, dann stellt der sich, warte mal, kann man die auch bei der Kaserne noch rekrutieren? Entsprechende Militärgebäude, okay, also Schützenplatz, Schießanlage. Dann mache ich meine ganzen Schützen erstmal da hinten. Huch, die sind hier einfach mal rumgelaufen. Aber wahrscheinlich Schützen, die haben keinen Mann, denen fehlt keiner, denen fehlt keiner, denen fehlt keiner, denen fehlt keiner. Meine Schützen sind sowieso alle vollständig, das heißt, ich kann den hier hinten schon mal wegschicken. Den ich dahin geschickt habe, hallo? Achso, die hier. Genau. Können die gleich nochmal hier hin. So, die hier brauchen noch einen Mann. Na. Hä? Achso, die stehen nicht nah genug dran. So, den hier, dann brauche ich noch den hier. Ich mach das schon. Ja, du machst das schon. Ist klar. Ich vertraue denen ja immer so nicht. Hier sind noch ein paar... Ah, fuck, ich stell die einfach mal alle hier hin. Das ist mir egal. Oh, fuck, nein. Ja, die auf jeden Fall... So, und die hier, die sind eigentlich ja ziemlich unnötig. Ich hätte mir vielleicht einmal von diesen Maditen-Truppen abknüpfen sollen. Oh, fuck. Bei denen fehlte einer. Na, komm, komm. Das heißt, das ist der letzte Trupp, bei dem einer fehlt. Wie soll ich mich konzentrieren? Halt's Maul. So, hier hinten ist die verlassene Basis. Dann stelle ich die einfach mal alle hier oben hin. Alle, die ich da oben nicht hingestellt habe. Warte mal. Die bleiben hier hinten stehen. Okay. Dann schicke ich die alle auch nochmal hier hin. War das hier oben? Ja. Perfekt. So, das heißt, ich muss jetzt nur noch warten. Ich finde das auch so lustig, ich kann einfach in Clay Court hier mein Gemeindezentrum reinbauen. Warte mal. Möglich die Sicht macht die Kleidung von denen stabiler. Eigentlich brauche ich gar nichts davon. Ganz ehrlich. Warte mal, ich kann mal... Ich habe richtig wenig Geld gerade. Ja, richtig wenig Geld. Also, ich mache mir nochmal 1000.
1000 gegen Stein. 1100, okay. So, dann hätte ich das schon mal. Oh, die laufen mitten durch Claycourt durch. Toll. Klasse Job. Wow. Applaus, Applaus. Okay, oh, die haben mir sogar Feinschmiede und so richtig geile Sachen, die ich... was zum Geier ist eine Münzstätte? Alarm. Der Alarm? Oh mein Gott. Freut sich auf langweiligen Bastardschwertkämpfer. Wenn es gar nichts machen könnte. Die hier können auch nicht mehr. Technologie ist nicht verfügbar, nicht verfügbar. Scheiße eigentlich. Ich könnte mir noch viel mehr Truppen machen. Ah, hinten, hey, Lager? Einfach so ein Lager, abgelegenes Lager? Dann schicke ich die alle nochmal hier nach vorne, weil die kann ich unmöglich so rekrutieren. Dann rekrutiere ich die alle und dann renne ich da rein. Oh, und mal die hier habe ich einfach eiskalt da stehen lassen. Oh, Handel abgeschlossen. Okay. Ich gebe mein Bestes. The fuck? Jawohl. Denn wie öffne ich jetzt dieses verdammte Tor? Warte mal, hier hinten ist ein Tor. Oh, toll. Dann stehe ich meine ganzen Truppen hier hinten hin, damit da unten das Tor ist. Oh. Stehe ich die einfach mal alle hier hinten hin. Hier hinten, warte mal. Komme ich von da hinten darüber? Höchstwahrscheinlich ja. Hab ich irgendwie ihn stehen lassen? Ja, Erek. Warum lasse ich Erek da stehen? So, der Trott bewegt sich erstmal. Dann kann ich mir wieder mein Dorf widmen. Brauche ich irgendetwas? Irgendetwas richtig dringend? Nein, ganz ehrlich. Habe ich eine Zielhütte? Ich glaube nicht. Doch, warte mal. Natürlich habe ich hier hinten habe ich eine Ziegelhütte. Kann ich die ausbauen? Ziegelbrennerei. Kann ich die Steinmetzhütte ausbauen? Die ich hier hinten irgendwo hingestellt habe. Ich weiß, dass ich eine habe. Hinten. So, die kann ich eigentlich auch fast abreißen. Nein, natürlich nicht. Obwohl mir das ja irgendwie mehr... Obwohl, nee. Gar nicht, gar nicht. Bloß nicht beachten. Ich erzähl Scheiße. Das würde mir sozusagen, hier, wie heißt es, Steuern wegnehmen. Meine lieben Steuern. Dann müsste ich wirklich nur auf den Handel vertrauen. Hier, Alter, wie viel Stein ich habe. Ich habe auch richtig wenig Holz gerade. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Nehme ich mir nochmal ein wenig Holz, so 1000 Holz gegen 1000 was auch immer Stein. Das Gebäude, so, die stehen hier ja schon alle. Ach, da hinten rum, ja, natürlich. Natürlich immer da hinten rum. So soll es sein. Die stellen sich erstmal alle da hinten hin. Das alle. Ja, okay, ich glaube schon. Und warte mal, die hier hinten auch. So. Bezahlen ihre Steuern. Hier hinten habe ich schon immer eine Ziegelbrennerei. Steinmetze. Boah, richtig heftig. Gegen Angriffe, joa. Ich mache hier einfach alles. Hier kann man anscheinend gar nichts machen. So, von Sperrträgern, was weiß ich. Ich habe einfach zu viel Geld, zu viel Rohstoffe. Und mir ist langweilig. So, hier hinten kann ich auch nichts mehr machen. Hier kann ich sowieso nichts machen. Okay. Ah, fuck. Schade, dass man nicht mal irgendwie so eine richtig fette Übersicht über sein Dorf, also dass man so rausscrollen kann, das geht ja leider nicht. So eine Übersicht über sein komplettes Dorf, das fehlt mir so ein bisschen. Cool. Maurerhandwerk. Ach so, okay. Hm, nützlich. Ach du Scheiße, wo geht das denn lang? Ach, das ist hier hinten, wo die... Ja, ja, klar. Nee, macht Sinn, okay. Da, wo Ari auch war.
Ich habe F gedrückt. Irgendwas habe ich jetzt bestimmt gemacht. Fuck. Na, egal. So. Universität, Gemeindezentrum, Steinmetze. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Bis auf diese verkackte Räuberbande töten. So, Eric ist auf jeden Fall gleich schon mal da. Gefolgt von der Forschung abgeschlossen. Oh, weißt du? Die Forschung auch noch. So, dann stellen sich erstmal alle Truppen da hinten hoffentlich schön auf. Oh, natürlich habe ich die hier hinten stehen lassen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Egal, die kommen irgendwann nach. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Warum zum Geier sind die nicht nachgekommen? Die auch? Ne, warte mal, die sind... Oh, die stehen da oben auf. Ich dachte schon, die müssen jetzt auch noch da rumrennen. Na, auf die hätte ich dann schon gewartet. Ich frage mich immer noch, wie man solche Gebäude so rumbauen kann. Na, egal. So, ihr lauft da erstmal durch. Eric da... Oh, perfekt. So, lauft da durch. Bis in den Tod, nicht? So, Ari, Räuberbande. Die wollen... Die sind gar keine Feinde. Interessant. Okay. Ich renne einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich irgendeine Cutscene oder so. Ja, mein Herr. Wie ihr wollt. Ari war der Flucht müde und ergab sich kampflos unseren Helden. In diesem Moment erreichten Truppen aus Barmecia das Lager. Die haben Truppen? Sie erzählten, sie sei eine gesuchte Diebin und sprachen den Helden ihren Dank aus. Trotz Aris Beteuerung, sie und ihre Kameraden seien nicht verantwortlich für die Diebstähle in Barmecia, nahmen sie sie fest. Als Belohnung für die Übergabe erhielten die Helden ein Kopfgeld, das auf die junge Raubritterin ausgesetzt war. Ja, noch mehr Geld. Danke für eure Hilfe. Die Bande hatte dieses merkwürdige Artefakt in ihrem Besitz. Leider haben wir vor Jahren unsere Universität geschlossen. Wenn ihr uns aber hier eine Universität errichtet, könnten unsere Gelehrten sicherlich den Zweck dieses Gegenstandes herausbekommen. Ach du Scheiße, ist das arm. Warte mal, ich habe hier 30 Leibeigene. Baut eine Universität da rein. Doch, das kannst du. Das dauert jetzt bestimmt auch nochmal Stunden. Das speichere ich erstmal nochmal. Meine Mauer. Oh mein Gott, meine Mauer. Ich habe eine Mauer. Geil. Mauer, Tor, Mauer. Meine Mauer, okay. So, und dann würde ich sagen, war's das für mich. Also ich wüsste auch jetzt wirklich nicht mal, was ich machen soll. Wahrscheinlich ist das der Auftrag danach sowieso zu Ende. Also Clay Court. Ich hoffe es mal. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Euer Sana. Fertig. Wir haben das merkwürdige Fundstück analysiert. Das Artefakt ist ein Teil des merkwürdigen Apparates, den unsere Späher vor einiger Zeit in der Nähe eurer Basis entdeckt hatten. Am besten übergebt ihr es an den weisen Leonardo. Er wartet schon an der Maschine. Ach, schon gar mancher wackere Mann hatte das Wetter zu bändigen versucht. Doch nur wenige haben diese Macht zu edlen Zwecken gebraucht. Einer von ihnen war König Cheron. Doch so kunstvoll der Apparat des Wetters auch gefügt sein mag, ohne den Orb
und seine verschiedenen Teile, vermag auch er es nicht, einen Wechsel der Witterung herbeizuführen. Doch wer ihn zu führen weiß, vermag trockene Felder und verdorrte Bäume mit Leben zu beschenken und der Ernten Erträge zu nie gekannten Höhen führen. Doch wehe, wenn er in die Hände Unwürdiger gerät. Unwetter und Verderben gehen von ihm aus. Mit Brummen und Knarren setzte sich das Gerät von Leonardo in Bewegung. Die Wolken zogen sich zusammen und ein starker Platzregen prasselte auf die verdorrte Landschaft hernieder. Mit den ersten Regentropfen verschwanden auch die Zeichen der jahrelangen Dürre. Neue Pflänzchen begannen zu sprießen und das Land schien stündlich seine Fruchtbarkeit zurückzugewinnen. Die Helden wollten die Regenfälle abwarten und sich dann auf den Weg nach Barmecia machen, doch es regnete unentwegt.